Herzlich willkommen zum vierten Teil von Railway Empire. Letztes Mal musste ich ganz kurzfristig abbrechen. Wir waren hier auf der Kelly Ranch und haben gesagt, ja, ist angeschlossen, auch wenn hier im Zug kein nur Vieh ist, aber wir haben definitiv hier unten Baumwolle. So, wir gucken mal in unsere Aufgaben rein. Wir sind bei 33 von 100 Passagieren von Cheyenne nach Rock Springs. Das läuft also eigentlich ganz gut. Aber irgendwo brauchten wir Baumwolle. Auch wenn ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wo. Wir wollten mal gucken, was so mit Norfolk ist. Wähle ein Gleis an, um die Fühle... Ja. Ah, okay. Auch ein interessanter Tipp. Ein Gleis und ich kann sehen, welche beiden Züge hier fahren. Das ist, finde ich, auch gut. So, Omaha. Ja, Omaha stagniert. Omaha hat Fleisch für den Export. Wir haben Leder für den Export. Aber irgendwie passiert nicht viel. Evans Farm nicht. Wir gucken mal, wo wir Fleisch und Leder gebrauchen können. Wie schaut's hier aus? Hier haben wir genug Leder ab 85.000 Einwohnern. Ich glaube, da können wir momentan noch nirgends womit dienen. Wir gucken mal, wie Cheyenne sich indessen macht mit dem Doppelbahnhof. Wir sind bei 45.000 Einwohnern. Wir gucken mal, wo wir einen hohen Bedarf haben. Ist Baumwolle, das war es nämlich. Cheyenne braucht Baumwolle. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier für Züge haben. Nämlich zur Kelly Ranch. Das ist genau der. Das heißt, wir müssen eigentlich nur abwarten, dass dieser Zug sozusagen dort weitergeht. Jetzt können wir hier gerade nichts forschen. Und dann kommt auch die Baumwolle definitiv nach Cheyenne. So, und wir haben einen Forschungspunkt, wir können weiter forschen. Das heißt, wir erhöhen die Leistung unserer Lokomotiven mit dem Tachographen. Das wird besonders diesem kleinen Winzlingszug, der hier wirklich immer nur ein Passagier... Oh, hier ist ja auch Baumwolle. Oh. Baumwolle. Und Cheyenne wollte Baumwolle. Richtig? Richtig. Da wäre es ja vielleicht sinnvoll, hier kurzfristig mal einen kleinen Bahnhof zu bauen. Zu bauen? Ja, okay. Angeschlossen. Angeschlossen. Hinfort. Der kann weiterfahren. Und jetzt richten wir einfach einen kleinen Zug vom Wright-Landgut nach Cheyenne ein. Und würden sagen, neuer Zug. Zuglinie von Wright nach Lynn. Und wir nehmen nur Fracht mit. Und wir wählen eine Lokomotive und kaufen natürlich die etwas teurere, aber bessere Dragon. Und los geht's. Und die
wird vollgeladen mit wunderbaren Baumwolle. Das Problem ist natürlich, man hat im Laufe der Zeit ganz schön viel Städte. Und es wird immer umfangreicher, sich darum zu kümmern, was welche Stadt wo möchte. Ich konzentriere mich jetzt mal gerade auf Cheyenne. Bei fast 50.000 Einwohnern. Und er wird sich jetzt gleich über Baumwolle noch mehr freuen. Wir werden den Bahnhof hier auf jeden Fall viergleisig ausbauen müssen. Wir werden mit zwei Gleisen gar nicht weiter hinkommen. So, und jetzt können wir mal gucken. Baumwolle 8,4, da 1,6 ist der Bedarf. Also das ist schon ganz okay. Wir gucken mal noch weiter. Bedarf, Bedarf, Bedarf. Nö, keine Nachfrage. Ab 55.000 hätten sie dann auch gerne Bekleidung. Ja, müssen wir mal gucken. Stadtinfo. Können wir hier noch irgendwas bauen? Ich kann mich erinnern, dass man auch irgendwas bauen konnte. Da können wir zum Beispiel etwas bauen. Genau. Wir können jetzt zum Beispiel für 250.000 eine Schneiderei bauen. Die macht besonders viel Sinn, weil... Da setzen wir sie hin. Weil wir demnächst wirklich eine Schneiderei brauchen. Stoff haben wir genügend. Und wie gesagt, der Bedarf liegt 0,5, okay, ab 55.000 Einwohnern, wir haben 51.000, da geht dann, kommt dann definitiv, da kommt wieder weitere Baumwolle, sehr schön. Also so ist das wirklich ganz gut, das habe ich früher auch nie verstanden, man kann irgendwas bauen, aber man weiß nicht so richtig was, wie und wo. Und das nächste kann ich erst ab 5 bauen. Na? Das funktioniert also ganz gut. Möchte ich einen Betrieb nehmen? Da gucke ich doch erstmal Grand Junction. Das ist da hinten. Möchte ich den übernehmen? Nee, den möchte ich gerade nicht übernehmen, weil ich dort einfach nicht... bin. Das wäre momentan nicht sinnvoll, das zu übernehmen. Aber gut, auch das gibt es natürlich. Hier haben wir Steine. Oh, hier kann ich die Spielgeschwindigkeit runter hochstellen. Da kommt bald mehr Baumwolle, als wir tragen können. Das heißt, wir würden hier hinten von der Kelly Ranch gar nicht so viel brauchen. Müssen wir mal gucken, ob wir da den großen Bahnhof, den wir da haben, wieder abreißen. Und der muss jetzt natürlich ein bisschen warten. Und das bedeutet eigentlich, dass wir hier ein Ausweichgleis hinbauen müssten. Das werden wir jetzt halt auch mal tun müssen, weil wir lassen ihn erstmal kurz wegfahren. Weil wir sonst mit unseren Passagieren in echte Schwierigkeiten kommen. Das heißt, wir bauen ein Ausweichgleis hin. Setzen das hin. Setzen nun natürlich noch Signale. Signalrichtung muss geändert werden. Der Signaltyp muss geändert werden. Wir wollen dort da lang fahren.
Wir setzen hier ein Signal hin, ändern die Richtung, der Signaltyp und schon haben wir eine Ausgleichsstrecke, sodass unser Zug von Rock Springs mit den Einwohnern ruhig hier hinfahren kann und der andere ruhig entgegenkommen kann, ohne dass wir ein Problem haben. Er wird gerade gewartet. Und bringt ja auch nichts mit zurück. Der fährt ja immer leer zurück. Da kommt der Zug vom Wright Landgut. Die beiden können sich jetzt wunderbarerweise begegnen. Indem der leere Güterzug auf dem Ausweichgleis stehen bleibt. Okay, der muss jetzt sogar noch ein bisschen länger warten, weil hier gerade Wasser aufgenommen wird. Und weil der andere Zug erst weiterfahren kann, wenn der Zug hier am Gleis ist. Okay. Der kann jetzt sein, dass er warten muss, weil hier gerade einer drin ist. Aber jetzt nicht mehr. Das würden wir halt auch dadurch vermeiden, wenn wir hier wirklich viergleisig fahren. Wir haben schon wieder 120 Punkte und könnten jetzt entweder eine neue Eisenbahn oder wir nehmen die Gegendruckbremse. Die Gegendruckbremse verbessert das Bremssystem für Lokomotiven und sorgt für weniger Verschleiß. Reduziert den Wartungsbedarf um 10%. Und so kommen wir da immer weiter hin. So, wir gucken mal wieder nach Cheyenne rein. Wir sind bei 56.000. Alles gut. Hier wird fleißig produziert. Wir gucken trotzdem mal nach dem Bedarf. Ob der Bedarf irgendwo hoch ist. Aber der ist immer noch gut gedeckt. Ah, Zucker. Alles gut. Ab 60.000 geht es dann um Bauholz. Da müssen wir mal gucken. Holz war hier oben in Kockschlack. Und da liegt auch Holz drin, was wir momentan aber noch nicht brauchen. Das wird dann angenommen. So, das bedeutet, ab 90.000 können wir das nächste ausbauen. Das bedeutet also, dass wir die Expressgüter, da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Ich glaube, wir müssen jetzt diesen Bahnhof einfach ausbauen. Um vier Gleise. Und müssen jetzt natürlich auch ein bisschen unsere müssen jetzt mal ein bisschen genau überlegen, wie wir das am besten machen. Das heißt, wir haben hier hinten kommen von oben Züge, die grundsätzlich nur hier reinfahren. Die müssen gar nicht weiter raus. Das heißt, der oberste kann eigentlich ein Sackbahnhof werden. Das heißt, wir würden den erst einmal nach hier unten verbinden. Den abreißen. Den dahin verbinden.
den obersten abreißen. So. Soweit sehr gut. Jetzt gucken wir weiter. Hier auf diesem Gleis haben wir zwei Züge, die immer pendeln. Alles gut. Die brauchen hier auch nicht weiterfahren. Das kann auch wirklich ein Kopfgleis sein. So. An diesem haben wir nur einen einzigen Zug. Der kann also auch nur hierhin. Der muss gar nicht weiterfahren. Der ist quasi nur ein Zubringer hierzu. Das heißt, wir würden diesen Zug Sklaverei abgeschafft, Züge ohne Schienen, naja, so weit sind wir noch nicht. Das heißt, wir würden diesen ganzen Zug hier, das ist natürlich ein bisschen doof, der ist ja eigentlich perfekt angelegt. Oh, wir können drüber bauen, das finde ich ja auch spannend. Wenn wir den jetzt abreißen, so, und sagen, der zweite Zug von dort oben endet hier im Kopfbahnhof, dann haben wir jetzt noch einen Zug von hier. Der ist Cheyenne Norfolk, Cheyenne Northern Platte. Auch der kann hier enden. Und wir würden diesen dort anbinden lassen. Weil hier haben wir nur Kelly Ranch Cheyenne. Ja, wunderbar. Wir haben es gelöst. Der hat eine zufällige Panne. Das tut mir sehr leid. Ein Bahnhof mit Stellwerk. Nee, so weit sind wir noch nicht. Also, das ist jetzt erstmal für Cheyenne. Und jetzt gucken wir erstmal, ob das funktioniert. Der fährt also in den... Es ist sozusagen ein zwei... seitiger Kopfbahnhof im weitesten Sinne. Momentan stagniert die Einwohnerzahl aber. Wir müssen uns also, wir haben hier sehr, sehr viel Fracht, aber wir haben keine Post und ähnliche Sachen. Unsere Aufgabe, wir sind bei 89 von 100. Und wir könnten schon wieder etwas erforschen. Nämlich entweder die Zuganweisungen oder die stählernen Radreifen. Und ich glaube, die nehmen wir auch einfach mal. Und die stählernen Radreifen den Wartungsbedarf 10% verringern. Sie sind besser und stärker als die vorher aus Gusseisern. So, was hier nicht so funktioniert, ist die Reiseziele. Reiseziele Denver. Kann man denn überhaupt von hier mit der Bahn nach Denver fahren? Das müssen wir jetzt mal rausfinden. Das wäre ja dort. Und wir haben hier aber nur einen einzigen Zug, der leer fährt. Weil wir gesagt haben, der Zug ist nur mit Fracht. Genau, da nimmt keine Passagiere mit. Das heißt, wir würden diesen Zug jetzt einfach mal löschen und würden
einen neuen Zug aufsetzen. Und zwar von da, über da, über da. Das heißt, automatisch würden wir ihn beladen. Wir würden eine Lokomotive wählen. Und dann würden wir ihn mal losfahren lassen. Er nimmt jede Menge Vieh. Und ich hoffe einfach, dass er auf dem Rückweg gerne auch von Cheyenne nach Denver Passagiere und Post mitnimmt. Die Fortschritte sind gewaltig. Der ferne Westen ist nun gar nicht mehr so weit weg. Und langsam wird den Menschen klar, dass der Handel zu prosperierenden Städten verhelfen kann. Wir haben noch ein gutes Stück des Weges vor uns, doch die transkontinentale Eisenbahn wird kommen. So ist es. Wir haben dieses Kapitel erfolgreich erfüllt, alle Pflichtaufgaben, und gucken uns das Endergebnis mal an. Ich hätte jetzt aber gerne noch weiter geguckt. Trotz aller Herausforderungen gelungen, die endlosen Weiten der Great Plains zu durchqueren und die erbarmungslosen Steigungen der Rocky Mountains zu bezwingen. Aus Westen näherte sich die Central Pacific Railroad, doch der harte Winter von 1868 brachte alle Arbeiten zum Erliegen. Die beiden Linien standen sich nur noch wenige hundert Meilen voneinander entfernt gegenüber, im Nirgendwo der Berge. Der Traum der ersten transkontinentalen Eisenbahn schien zum Greifen nah und war doch von haushohen Schneemassen begraben oder eisigen Schneestürmen verweht worden. Ein Traum, der fast vier Dekaden vorher begonnen hatte. Kapitel abgeschlossen, wir sind Präsident. Naja, oder Geschäftsführer. Okay, warum bin ich nicht Präsident? Ich kann jetzt hier noch ein bisschen weiterspielen, das will ich jetzt für den Moment auch noch tun. Und wir gucken uns das nächste Kapitel dann ab der nächsten Folge an. Aber die Aufgaben an sich haben wir alle erfüllt, auch die optionalen. Ich möchte jetzt eigentlich, und deshalb schalten wir jetzt auch mal ein bisschen in die erhöhte Spielgeschwindigkeit. Ich möchte jetzt wissen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aus Denver wird das Vieh entladen. Es wird Fleisch mitgenommen. Und das fährt er nach Cheyenne, was wirklich langsam wächst. Und jetzt auch gerade wieder weiter wächst, wie ich sehe. Jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Und jetzt möchten wir dann doch gerne wissen, nimmt er Passagiere und Personen mit zurück? Weil wir auf Automatik gestellt haben und eigentlich der Bedarf ja da wäre. Nein, er nimmt es nicht mehr zurück. Das heißt, wir müssten dort einen zweiten Zug wahrscheinlich einrichten, um zwischen Denver und Cheyenne Personen und Briefe und ähnliches korrespondieren zu lassen. Da müssten wir hier eine Stelle suchen, wo wir ein Ausweichgleis hinlegen könnten. Oder wir würden eine völlig neue Strecke bauen. Aber an der Stelle ist das erste Kapitel vorbei. Wir haben jetzt auch gute vier Videos dafür gebraucht. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit dem nächsten Kapitel, wo wir leider zwar hier nicht weitermachen können, aber wo es trotzdem interessant wird. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, bye bye und bis bald.